Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten OMKB Live hier aus dem wunderschönen Osnabrück. Mein Name ist Mario Rose, ich bin Chief Operating Officer der Think11 und führe euch heute durch diesen wunderbar, wie ich finde, vollgepackten Konferenztag. Wir haben ein fantastisches Line-up euch heute zur Verfügung gestellt mit über 20 verschiedenen digitalen Marketing-Experten von Agenturseite, von Unternehmensseite und den diversen Dienstleistern und haben, wie ich finde, für jeden heute etwas auf inhaltlicher Ebene dabei. Wir haben Amazon-Themen, Facebook-Themen, Themen rund um Marketing, Technologie und logischerweise auch ganz viel Zeit eingeplant für eure Fragen und entsprechende Antworten. Ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bedanken heute beim Team der Think11, ganz besonders namentlich bei Christoph Steger und Jennifer Schulte-Tickmann, die in den letzten 3 Wochen und viel länger als unsere Idee tatsächlich noch gar nicht her, diese Digitalkonferenz heute hier stattfinden zu lassen, alles gegeben haben. Und wie ich finde, man sieht es auch, ein fantastisches Line-up auf der einen Seite aus dem Hut gezaubert haben und dann eben für dieses wunderbare Ambiente sorgen, in dem wir uns heute bewegen. Darüber hinaus möchte ich natürlich unseren Sponsoren danken, die diesen Tag heute hier erst möglich gemacht haben. Auch wenn wir eine Digitalkonferenz heute mit an den Start bringen, ist das natürlich so, dass das einen gewissen Aufwand bedeutet. Und da meinen ganz herzlichen Dank an alle Sponsoren, die es uns ermöglichen, heute hier mit euch die OMKB Live aus Osnabrück entsprechend durchzuführen. Eine Sache ist mir ganz wichtig. Wir haben heute, ich habe es gerade schon erwähnt, ganz viele verschiedene digitale Marketing-Experten für euch vor die Kamera geholt. Und dadurch, dass wir in dem Digitalformat arbeiten, ist es so, dass ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit habt, euch auch an die digitalen Experten zu wenden. Das heißt, seid mutig, traut euch, stellt eure Fragen, denn ihr habt heute natürlich die Chance, mit unter anderem Dr. Florian Heinemann, Jonas Raschedi und vielen weiteren direkt ins Gespräch zu kommen und dort entsprechend eure Fragen zu platzieren. Insofern freue ich mich, wenn ihr davon zahlreich Gebrauch macht und entsprechend im Chat, den ihr hier eingeblendet seht, bei euch im Livestream eure Fragen stellt. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass es heute tatsächlich eine Live-Aufnahme ist. Das heißt, wir haben hier nichts in irgendeiner Form aufgezeichnet. Kann natürlich sein, dass mal ein Vortrag etwas länger oder kürzer dauert. Dann schalten wir einfach entsprechend in den Pause-Screen und sind dann pünktlich zur Agenda wieder mit dabei. Jawohl, vielen Dank erst einmal, dass ihr jetzt auch schon zu dieser frühen Stunde so zahlreich im Livestream aktiv seid, finde ich ganz großartig. Und das ist auch das Schöne an so einer digitalen Marketingkonferenz. Es ist nicht so, dass es ein anstrengendes Vorabend-Event gab, sich jeder irgendwie aus dem Bett wühlen muss und erst einmal entsprechend die tiefen Augenringe kaschiert, sondern wir sind frisch und ausgeruht und können deswegen auch vielleicht zu einer schon recht frühen Uhrzeit heute mit euch durchstarten. Neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Shahab Hosseini. Herzlich willkommen auch an dich. Shahab, normalerweise sind wir mit der OMKB ja eigentlich in der Stadthalle in Bielefeld, also ein ganz anderes Ambiente als das, wo wir heute sind. Erklär doch mal unseren Zusehern, wo sind wir denn hier genau heute in Osnabrück? Genau. Erstmal Servus an alle Teilnehmer und danke für die einleitenden Worte, Mario. Wir sind tatsächlich heute nicht in Bielefeld, wir sind heute in Osnabrück in der eSports Factory. Und normalerweise habe ich mir sagen lassen, wird hier auch ganz, ganz fleißig gezockt. Oh ja. Das tun wir heute nicht. Wir haben eine großartige Marketingkonferenz organisiert in den letzten Wochen. Ich freue mich persönlich sehr, sehr drauf. Und wir befinden uns hier im Videoproduktionsraum. Das ist quasi ein voll ausgestattetes TV-Studio und ist für uns ja auch das allererste Mal, dass wir eine Live-Konferenz in der Form durchführen. Deswegen bin ich gewissermaßen natürlich auch etwas nervös, aber gleichermaßen auch gespannt. Warum wir heute hier sitzen, hat einen traurigen und einen glücklichen Hintergrund. Ich fange vielleicht mal mit dem traurigen Hintergrund an. Wir sind gerade in einer großen Pandemie, Covid-19. Das zeigt ja auch die gewisse Distanz, die so wir jetzt hier... So ist es, 1,50 Meter ziemlich genau vermessen. 1,50 Meter ziemlich genau vermessen. Und dieses Jahr hätten wir die 5-jährige OMKB am Start gehabt. Wir haben uns riesig drauf gefreut. Wir sind sehr, sehr frühzeitig in die Planung eingestiegen. Wir wollten eine geile Party an den Start bringen, mit allen Teilnehmern feiern und natürlich eine tolle Konferenz durchführen. Aber Covid-19 hat uns dann echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir mussten dann sehr, sehr schnell rekalibrieren. Und wir haben eine sehr treue OMKB-Community und haben dann die Entscheidung getroffen, wir initiieren jetzt sehr, sehr flott
mit einem tollen Line-Up. Das war der Minimumanspruch, eine OMKB Live. Das heißt eine Live-Konferenz. Und wir haben es wirklich geschafft, knapp über 1000 Teilnehmer zu aktivieren. Wow. Das heißt, obwohl wir heute nicht physisch die Konferenz durchführen können, ja, ist es ein neuer OMKB-Rekord. Also wir hatten noch nie so viele Teilnehmer wie heute. Das freut mich persönlich. Und das ist, glaube ich, auch wieder der glückliche Story-Bestandteil. Wir wollen unserer loyalen OMKB-Community was Gutes tun. Wir haben da auch eine gewisse Know-how-Verantwortung, würde ich sie einfach mal nennen. Und deswegen heute das Ganze hier in Osnabrück im E-Sport-Factory-Gebäude. Und ich bin total gespannt und freue mich total drauf. Ja, absolut. Ich hoffe, die treuen Gäste in den letzten Jahren verzeihen uns, dass wir die OMKB von NRW nach Niedersachsen verlegt haben. Aber umso schöner ist es ja, du hast es gerade erwähnt, dass wir Teilnehmer haben aus ganz Deutschland und auch darüber hinaus. Du bist heute mit mir gemeinsam unser Gastgeber und, muss man ja auch sagen, wir beide neue Gesichter im Rahmen der Online-Marketing-Konferenz Bielefeld im Namen der OMKB Live. Erzähl doch mal, Schab, stell dich gerne einmal kurz all unseren Zuschauern vor. Wer bist du eigentlich? Genau, also diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Schab Husseini, ich bin Geschäftsführer des Think 11 und der Quality Traffic GmbH. Mit Sitz in Osnabrück, Bielefeld, Berlin, Garrel und Münster. Also wir haben einige Standorte. Und das Jahr 2020 ist ganz, ganz stark geprägt durch Change. Es ist nicht nur Covid-19, was ganz, ganz viele Veränderungsprozesse mit sich gebracht hat, sondern für uns persönlich war 2020 auch ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Weil in diesem Jahr haben wir einen Zusammenschluss der Think 11 GmbH und der Quality Traffic GmbH durchgeführt. In der Vergangenheit war die Quality Traffic GmbH Veranstalter der OMKB. Jawohl. Und jetzt ist es durch den Zusammenschluss die Think 11. Der Zusammenschluss kam daher, weil wir als Think 11 sehr, sehr stark im Bereich der Marketingtechnologie aufgestellt gewesen sind und immer noch sind. Und die Quality Traffic seit Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, exzellente Arbeit im Bereich Performance Marketing absolviert. Marketing Technologie und Performance Marketing sind für uns ein perfekter Fit. Deswegen haben wir uns zu Anfang des Jahres entschieden, gemeinsam miteinander zu gehen. Also wirklich ein perfekter Fit auf der inhaltlichen als auch auf der Cultural-Ebene. Und das ist ein Stück weit der Hintergrund, warum unsere beiden Gesichter in der Vergangenheit auf der OMKB nicht als Moderatoren vorne auf der Bühne zu sehen waren, sondern dann heute und hoffentlich dann auch perspektivisch bei der physischen OMKB, die es weiterhin natürlich geben soll und vielen, vielen digitalen Ablegern auch zu sehen sein wird. Ja, du sprichst es gerade an, Schab. Think 11, jetzt der neue Veranstalter der OMKB, der OMKB Live. Du hast es gerade schon angedeutet. Bleibt das heute ein One-Timer oder kannst du dir vorstellen, dass wir in naher Zukunft noch diverse digitale Formate nachlegen werden? Eine gute Frage. Ich kann es mir nicht nur vorstellen, sondern es wird passieren. Die OMKB physisch wurde ja nur ins nächste Jahr verlegt. Die physische Konferenz der OMKB ist ganz, ganz wichtig, weil der Netzwerkaspekt kann natürlich über eine digitale Konferenz nur bedingt abgebildet werden. Das ist ganz wichtig, dass es auch physische Konferenzen gibt. Nur in Zeiten von Covid-19 ist es natürlich schwierig. Wir glauben aber, dass nächstes Jahr Covid-19 weitestgehend unter Kontrolle sein sollte, sodass die physische Konferenz in Bielefeld dann auch wieder selbstverständlich stattfindet mit hoffentlich dann auch annähernd 1000 Teilnehmern. Wir werden aber diese digitale Konferenz, die wir jetzt heute initiiert haben, auch perspektivisch immer weiter fortführen, weil die Resonanz ist einfach fantastisch. Die nächste Konferenz ist auch schon für dieses Jahr adressiert. Und wir werden im Rahmen der OMKB Masterclasses und Deep Dives anbieten für all diejenigen, die noch viel, viel tiefer einsteigen möchten. Weil in so einer Konferenz können wir natürlich nur bedingt in die Tiefe einsteigen. Und dafür werden wir jetzt in naher Zukunft Masterclasses und Deep Dives anbieten. Und wir werden anfangen, als OMKB relevanten Content zu produzieren. Weil wir einfach gemerkt haben, dass wir einen wahnsinnigen Zugang haben zum Markt und eine sehr, sehr starke Anhängerschaft der OMKB, auch auf Grundlage der guten Arbeit der vergangenen Jahre. Das heißt, wir werden in Themenkomplexe wie Podcasts, aber auch Videoproduktionen und inhaltliche Produktion investieren. Und das wird spannend, das wird ganz, ganz viel Spaß machen und hoffentlich auch unserer Verantwortung gerecht werden, dass wir hier für Know-how für die Marketing-Szene stehen. Sehr schön. Und da haben wir heute natürlich einen großen ersten Aufschlag. Das müssen wir sagen. Du hast es erwähnt mit 1000 Teilnehmern, die sich heute angemeldet haben. Und ich bin sehr gespannt, dann auch in der Nachbetrachtung zu sehen, wie viele von euch heute Morgen schon mit dabei sind und wie viele in die einzelnen Sessions heute gehen werden.
Jetzt haben wir ein bisschen über das Format gesprochen, auch schon über die Think 11. Lass uns dann einmal auf den Inhalt des heutigen Tages zu sprechen kommen, Sharp. Gib uns doch gerne mal einen kurzen Einblick, was uns in den kommenden Stunden erwartet. Und wenn du magst, verrat mir doch auch einmal, worauf du dich heute am meisten freust. Ja, also wir haben es ja wirklich geschafft, ein Feuerwerk an tollen Speakern auch zu aktivieren. Das ist gar nicht so komplex oder unkomplex vielmehr in dieser Kürze der Zeit. Das heißt, das hat wunderbar funktioniert. Ich persönlich freue mich eigentlich auf jeden einzelnen Speaker, muss ich sagen. Ja, jeder einzelne Speaker hat einen Themenkomplex, was wirklich total spannend ist. Ja. Wir haben später Dr. Florian Heinemann. Das ist ein absolutes Privileg, den guten Mann dann auch in eine Live-Session ziehen zu können. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend, weil wir dort dann auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ansonsten freue ich mich über die Live-Q&A-Sessions mit jedem einzelnen Speaker. Mhm. Das gibt ja auch dem Publikum die Möglichkeit, individuell und interaktiv mitspielen zu können. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Und ansonsten haben wir viele, viele inhaltliche Überraschungen den gesamten Tag über. Und deswegen kann ich jeden einzelnen Teilnehmer nur dazu animieren, auch in den nächsten Stunden ganz, ganz fleißig eingeschaltet zu bleiben, weil die eine oder andere inhaltliche Überraschung hat sich angekündigt und das wäre natürlich schade, wenn man diese dann entsprechend nicht erwischen und verpassen sollte. Jawohl, vielen Dank für den Ausblick auf den heutigen wirklich langen OMKB Live-Konferenztag und ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt mitten reingehen ins Geschehen und uns dem ersten heutigen Speaker der OMKB Live zuwenden. Wir begrüßen gleich ganz herzlich Jonas Raschedi von Douglas mit dem Thema Data Analytics. Jonas ist Bereichsleiter Data Intelligence and Technologies bei Douglas und hat in seinem Tagesgeschäft entsprechend viel zu tun mit dem Thema Data-Driven Marketing. Und da muss man sagen, gibt es auch eine Verbindung zwischen uns und Jonas, weil wir in der Think 11 auch entsprechend beim Thema Data-Driven Marketing sehr, sehr aufmerksam natürlich verfolgen, welche Möglichkeiten sich dort im Tagesgeschäft bieten. Und Jonas hat über 15 Jahre digitale Marketing-Erfahrung, die er heute mitbringt, war schon bei Unternehmen angestellt, wie der Deutschen Post und Vodafone und auch viele Jahre selbstständig in der Raschedi Consulting unterwegs. Und was ich bei Jonas Vorträgen immer sehr schätze, ist, dass er es sehr gut versteht, durchaus komplexe Sachverhalte, wenn wir an Data-Driven Marketing und Data Analytics denken, wirklich verständlich und gut herüberzubringen. Wir haben heute eine Besonderheit bei Jonas Vortrag. Jonas hat uns seinen Vortrag im Vorhinein zur Verfügung gestellt, den wir also gleich erst einmal so abspielen werden. Das ist aber für euch erst überhaupt kein Problem im Hinblick auf das persönliche Nutzungserlebnis und ihr seid selbstverständlich auch während Jonas Vortrag dann entsprechend ganz herzlich dazu eingeladen, eure Fragen an Jonas zu stellen, die er dann im Nachgang uns persönlich eben auch entsprechend beantworten wird. Und damit steigen wir ein ins Programm. Ganz herzlich willkommen, lieber Jonas Raschedi. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Los geht's. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin Head of Data Intelligence and Technologies bei Douglas, verantworte im E-Com-Bereich alle relevanten Stränge zum Thema Daten. Das sind bei uns aktuell drei Teams. Einmal das Team Collect. Geht um das Thema Marketing Technologies, wie zum Beispiel Tech Manager, also wie die Daten in die jeweiligen Tools kommen. Das Team Analyze, die Analysen und Reportings bei uns im Bereich verantworten. Und einmal das Team Aktivierung, da geht es um das Thema Data Management Plattform, Personalisierung über alle unsere Stränge in der Customer Journey. Vor Douglas war ich jahrelang Berater, habe eine eigene Online-Marketing-Agentur aufgebaut und darf jetzt seit 2 Jahren als Angestellter bei Douglas die genannten Themen verantworten. Wer Douglas nicht kennt, wir haben 2400 Stores in über 21 Ländern und haben letztes Jahr 3,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Wir sind zentral aufgestellt. Das bedeutet, wir betreuen alle E-Commerce-Länder mit den meisten Funktionen direkt bei uns aus der Zentrale aus Düsseldorf. Und dürfen da eben unterschiedliche Herausforderungen lösen, die natürlich je Land und je Status unterschiedlich sind. It's all about data. Bevor ich zum allgemeinen Teil und meiner persönlichen Meinung zum Thema Daten und wie sich
oder wie uns Daten ändern werden, komme, möchte ich gerne noch was zu Thema Douglas und zu dem Prinzip sagen, wie wir Daten bei uns im Online-Marketing-Bereich einsetzen. Mit dem Spruch, we have more data than insights and actions, provoziere ich immer gerne und sage, Douglas oder auch andere Unternehmen in der Größe oder beziehungsweise nicht mal in der Größe haben sehr viele Daten zur Verfügung, die einfach durch das Surfen des Nutzers oder durch die allgemeine Customer Journey kommen. Und diese Daten sollte man einfach nutzen, um den Kunden ein super Einkaufserlebnis zu bieten. Denn meiner persönlichen Meinung nach sollte dem Kunden ein so gutes Erlebnis geboten werden, dass er sich gerne wieder an den Einkauf zurückerinnert. Wenn man sich jetzt nun einmal die Grundlagen anschaut, finde ich, dass Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit nur dann entsteht, wenn man datengetriebene Entscheidungen trifft. Das bedeutet, man muss im Unternehmen die relevanten Daten erheben und auch speichern. Diese müssen kommuniziert werden, im besten Fall automatisiert kommuniziert und visualisiert werden. Und auf dieser Basis müssen dann Entscheidungen getroffen werden oder automatisiert auch das Kundenerlebnis angepasst werden. Das bedeutet eben auch, wenn man die falschen Daten erhebt oder nicht die unternehmensrelevanten Daten, verschwendet man meistens seine Energie, unnütze Daten zu erheben, und diese kann man wiederum nicht kommunizieren oder aktivieren. Dafür fand ich eigentlich folgendes Schaubild ganz gut. Auf der linken Seite stehen die Daten, die man eigentlich innerhalb der Customer Journey erheben kann. Das sind Websites, das sind Apps, das sind Shopsysteme. Dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Grundlage, also Marketing Technology, wie zum Beispiel ein Tealium, die bei uns das Tech Management Tool darstellen, oder eben auch ein Data Layer, der jetzt nicht zwangsweise was mit Marketing Technology an sich zu tun hat, aber die Grundlage bietet, um standardisiert über alle Tools hinweg die gleichen Daten zu haben. Diese Daten wiederum muss man natürlich irgendwo speichern. Dadurch entsteht auch die Situation, dass man auf Basis dieser Daten wieder Analysen fahren kann, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz oder durch Clusteranalysen als Beispiel. Dadurch steht dann auch die nötige Intelligenz aus den jeweiligen Daten. Die Daten wiederum muss ich auf jeden Fall visualisieren. Das heißt, es gibt einen Part, der von Menschen erledigt werden muss, wie zum Beispiel die Meetings, das Sparring, die Diskussion über Daten. Und natürlich andere Parts wie Business Cases oder Apps und Webseiten, die automatisiert durch Tools funktionieren. Hier ist ein Zusammenspiel zwischen Menschen und Tools sehr relevant. Nämlich nur wenn dies gut funktioniert, hat man die Möglichkeit, gute Aktionen abzuleiten. Aber was muss dafür geändert werden oder was wurde dafür geändert? Auf jeden Fall ist die Situation so, dass wir uns alle einzelnen Technologien einmal angeschaut haben, uns auch die unterschiedlichen Datensilos, was ja aktuell ein tolles Buzzword ist, angeschaut haben und geguckt haben, gibt es da eine Verbindung, können wir eine Verbindung herstellen, macht es Sinn, vielleicht eine Verbindung herzustellen, oder sind es Daten, die wir nicht zwangsweise für die Aktivierung brauchen? Wie schon erwähnt, haben wir ja auch unterschiedliche Länder, und durch die Historie waren da auch unterschiedliche Tools im Einsatz. Und wir haben uns natürlich dann auch nochmal jede Technologie angeschaut, haben uns die Mitwettbewerber angeschaut und haben dann natürlich geschaut, welches Tool macht in der Zukunft am meisten Sinn, und haben uns dann auch Situationen oder Herausforderungen gestellt, wie zum Beispiel serverseitiges Tracking. Mit welchem Tool kann man am besten den Consent abfragen und die Einwilligung für den Nutzer transparent darstellen? In dem Zusammenspiel haben wir uns dann auch einmal eine Skizze gemacht und haben uns gesagt, okay, wie soll denn für uns die weitere Landscape, die Martech Landscape nennen wir sie, aussehen, und haben uns dafür entschieden, dass vor allem oder vor dem ganzen Online-Marketing ein Data Layer liegen soll, der alle Daten erhält, die standardisiert und für alle Tools vorbereitet. Um dann natürlich auch den aktuellen Marktbedingungen gerecht zu werden, haben wir uns dann dafür entschieden, das Consent- bzw. Einwilligen-Tool zwischenzuschalten, was dem Nutzer ermöglicht, zu entscheiden, für welche Tools er eine Einwilligung gibt.
Und dann hier das Tech-Management-Tool nutzen wir dann dafür, auf Basis der Einwilligung des Nutzers die jeweiligen Tools beim Digital Analytics-Bereich, Personalisierung oder Data-Management-Plattform anzuspielen und diese Daten dann wiederum weiter fürs Online-Marketing zu nutzen, damit wir effektiveres und zielgerichtetes Marketing ausspielen können. Die für uns dritte und fast die größte Herausforderung war dann einfach nochmal zu überprüfen, welche Stakeholder gibt es in dem Unternehmen und welche Daten braucht denn der Stakeholder, um für seinen Verantwortungsbereich zu entscheiden oder eine Kennzahl zu haben, um zu sehen, ob sein Business gut läuft oder eben nicht so gut läuft und dann auf der Basis auch weiß, welche Treiber entscheiden denn eigentlich gerade die aktuelle Situation. Nämlich die Herausforderung des Top-Management anschaut, ist es nämlich so, dass sie innerhalb von kürzerer Zeit immer komplexere Fragestellungen beantworten müssen. Und dafür brauchen sie natürlich super aufbereitete Reports oder Dashboards bzw. Analysen, die ihnen bei ihrer alltäglichen Arbeit helfen. Und nun der zweite Teil der Präsentation. Heute möchte ich gerne etwas zum Thema Daten bzw. Data-Driven Marketing sagen. Die Slides basieren auf meiner persönlichen Erfahrung und spiegeln meine Meinung wider. Ich persönlich finde, dass Daten- bzw. Data-Driven Marketing im Vergleich zur USA in Deutschland eben noch sehr hemdsärmlich genutzt bzw. verarbeitet werden und würde mich freuen, wenn Daten einen noch höheren Stellenwert in den jeweiligen Unternehmen erhalten. Wie dieses Slide schön aufzeigt, werden oder sollen Daten einfach nicht nur visualisiert werden, sondern Daten sollen effektiv auch genutzt werden. Und dafür muss man nicht nur Dashboards erstellen, sondern muss natürlich auch in die Organisation implementieren. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns alle. Deswegen freue ich mich, dass ich gerne noch mal ein paar Gedankenanstöße zum Thema Data bzw. Data-Driven Marketing mit meinem Vortrag geben darf. Wie uns Daten verändert haben und wie uns Daten verändern werden. Ich glaube, das betrifft uns nicht nur im Online-Marketing, sondern auch in anderen Bereichen. Jetzt die jüngste Pandemie zum Thema Corona hat ja auch nochmal gezeigt, dass wir auf gewisse Daten schauen müssen, dass wir uns auf gewisse Daten verlassen müssen und Daten verstehen müssen, um herauszufinden, wo stehen wir eigentlich mit der Gesellschaft, wo wollen wir hin, was sind Kennzahlen, die relevant für uns sind. Deswegen habe ich nochmal ein sehr plakatives Beispiel mitgebracht, was mich im privaten Umfeld umtreibt und wo ich nochmal einen Aha-Effekt hatte, was eigentlich Daten bei jemandem auslösen können. Daten verändern sich und Daten verändern uns. Das betrifft nicht nur den Online-Marketing-Bereich, wie gerade eben schon gesprochen, sondern alle Bereiche. Ich beschäftige mich aktuell intensiv mit dem Thema Triathlon und stelle fest, dass es da viele Parallelen zu meinem Business-Alltag gibt. Schaut man sich den ersten Ironman-Weltrekord in Hawaii ein, dann sieht man mit 11 Stunden und 46 Minuten ist der Weltrekord oder der erste Weltrekord in Hawaii umgesetzt worden. Vergleicht man dies aber mit dem Rekord 2019 von Jan Frodeno, der als Deutscher mit 7 Stunden 51 Minuten durch die Ziellinie kam, wird einem klar, wie drastisch sich der Benchmark über die Jahre, zum Beispiel jetzt hier im Triathlon, verändert hat. Nun, wie kann sich diese Zeit so drastisch entwickeln? Hat sich die körperliche Beschaffenheit des Menschen entwickelt? Nein, sondern die Trainingsmethoden. Also wirklich die Methoden, die herausstellen, was kann ein Athlet denn wirklich leisten. Auf Basis von Daten kann man nämlich sehr, sehr, sehr viel im Triathlon messen. Schrittlänge, Schrittgeschwindigkeit, Puls, den man für die jeweilige Geschwindigkeit braucht. Und auf dieser Basis kann man dann wirklich nochmal viel, viel besser entscheiden, kann man an der einen oder anderen Stelle eben nochmal mehr rausholen, als man gedacht hat. 1978 haben die Athleten während des Wettkampfs Bier getrunken. Viele dachten, das hilft. Jetzt machen das die meisten Athleten, wenn überhaupt, nur noch nach dem Training. Darauf wird aber einem eigentlich klar, dass man auf Basis von Gefühl früher Themen entschieden hat. Heute wissen wir, dass es nicht die allerbeste Idee war, wenn man 3,9 Kilometer schwimmt, 180 Kilometer Fahrrad fährt und dann noch einen Marathon läuft, Bier zwischendrin zu trinken. Jetzt konsumieren die
Athleten komplexe oder komplex entwickelte Energiepakete, die wirklich darauf ausgelegt sind, nur die Sachen zu sich zu nehmen und auch in der Form, wie es der Athlet braucht, damit wirklich der beste Mehrwert für den Körper entsteht. Und so verhält es sich in allen Bereichen. Mit mehr Daten steigt die Kenntnis. Wir können unsere Methoden verändern und uns somit stetig selbst optimieren. Wenn man das jetzt mit einer alten Webseite vergleicht oder mit den jeweiligen Display-Bannern, die am Anfang entstanden sind, dann hatte man eine Click-Through-Rate von 12-13%. Und jetzt muss man natürlich das Komma weiter nach links versetzen. Die Click-Through-Rates haben sich massiv verändert, aber auch jeweils die Daten, die dahinter liegen, haben sich verändert. Jetzt guckt man sich eine Viewability-Rate an, vergleicht die Placements, die dahinter liegen, um wirklich daraus die Methoden zu verbessern und da vielleicht auch generell die Display-Banner im Allgemeinen zu verbessern. Denn durch die Verfügbarkeit von Daten verändern sich auch die eigenen Spielregeln und man sollte definitiv dafür sorgen, die relevanten Daten zu bekommen, dass sie vorherrschen, dass man sie auch mit seinem System verarbeiten kann, um daraus bessere Methoden abzuwickeln. Wenn man diese sportlichen Spielregeln auch nochmal in die berufliche Hemisphäre transferiert, dann kann man es super mit der US-Serie Mad Men vergleichen. Ich weiß nicht, wer das sich schon mal angeschaut hat. Die haben eine zugegebene, sehr übertriebene Vorstellung, wie Werbung und Marketing funktioniert hat in den 60ern und 70ern. Aber man sieht ganz klar, früher wurden noch viel auf Basis Bauchgefühls, viel auf Basis der eigenen Erfahrungen entschieden. So schön leicht können wir uns das heute nicht mehr machen. Es mag vielleicht erstmal mühsam klingen, doch die Arbeit mit Daten und stichhaltigen Analysen birgt Unmengen an Potenzial. Wir können auf jeden einzelnen Aspekt deutlich genauer eingehen, als sich Don Draper, der Hauptdarsteller von Mad Men in der Serie, jemals hätte träumen lassen können. Und innerhalb dieser neu geschaffenen Spielregeln können die Marketeers immer noch ihre Kreativität vollkommen ausspielen. Der Schluss, Daten sind die neue Währung oder das neue Öl, so wie es ja jetzt aktuell als Buzzword oder als Slogan überall verbreitet wird, ist daher nicht allzu fern. Doch wie man in der Arbeit mit Öl einen hohen Wert auf Sicherheit legen muss, ist es auch beim Thema Daten. Denn gerade in Deutschland, wir Deutschen erleben ja immer wieder eine große öffentliche Skepsis gegenüber der Verarbeitung von Daten. Jetzt auch beim Thema Corona-Pandemie mit irgendwelchen Apps, die unsere Kontakte messen sollen. Und somit auch völlig zu Recht Skandale wie Cambridge Analytica tragen natürlich nicht gerade zum guten Ruf von Daten oder von der Datenverarbeitung bei. Wer es gerade nicht mehr parat hat, der Hintergrund war, dass Donald Trumps Wahlkampf sich auf die detaillierten Persönlichkeitsprofile von mehr als 87 Millionen Facebook-Nutzern stützte. Die Recherchen haben ergeben, dass die Firma Cambridge Analytica auf Basis von Fragebögen Persönlichkeitsprofile in Facebook kreiert hat und diese dafür genutzt hat, wirklich Mikrosegmenten jeweilige Wahlwerbung auszusteuern. Ich finde, da wird einem selber erstmal wieder bewusst, wie erschreckend es ist, wenn die Daten, die man ja freiwillig in einem sozialen Netzwerk angibt, zu falschen Zwecken verarbeitet werden. Dabei wissen wir, dass die Deutschen einen extrem hohen Wert auf die Sicherheit ihrer Daten legen. Wenn wir also mit unseren Kunden auf Augenhöhe kommunizieren wollen, ist es wichtig, die Daten respektvoll zu behandeln. Marktentwicklungen oder Entscheidungen wie zum Beispiel Planet 24 und jetzt die weiteren Themen, die dazukommen, wie E-Privacy oder die Implementierung von Consent bzw. Einwilligungsmöglichkeiten auf den jeweiligen Webseiten, zeigen, dass sich der ganze Online-Marketing-Markt da verändern wird. Hier ist das Stichwort klare Kommunikation. Wir müssen fähig sein, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, nicht nur aus unseren eigenen Fehlern, sondern auch aus Fehlern, die andere Unternehmen gemacht haben und die Daten mit Respekt behandeln. Wer heutzutage auch fähig ist zu lernen, sind Maschinen. Machine Learning. Im Kontext von Daten als elementarster Bereich ist künstliche Intelligenz natürlich unabdingbar. Dafür muss man aber auch die Grundlage schaffen. Denn nur wenn Daten auch so vorliegen, dass Maschinen sie verarbeiten können,
kann man wirklich einen Nutzen daraus ziehen. Es gibt schon super Lösungen, wie zum Beispiel bei Google Analytics, wo man mit Analytics Intelligence jetzt die Möglichkeit hat, die eigenen Datenmengen nicht mal selbst durchwühlen zu müssen, sondern Google Analytics einen großen Teil davon übernimmt. Künstliche Intelligenz eröffnet uns in der Arbeit mit Daten ganz neue Türen. Wir können Mengen verarbeiten, die vorher unvorstellbar waren und so natürlich auch eine unvorstellbare Quantität bzw. Qualität von Informationen erreichen. Ich kann es nicht genug betonen, dass es wichtig ist zu verstehen, dass nicht nur Online-Marketing durch Daten verändert wird, sondern die ganze Welt. Und Online-Marketing ist einfach ein Teil dieser. Wir sind nicht das Zentrum des Universums. Ich glaube, das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Das heißt aber auch, dass wir diesen Trend auf keinen Fall missachten dürfen. Denn unser Umgang mit dieser Entwicklung hat eine enorme Tragweite. Hier zeigt sich die rohe Gewalt von Daten. Man muss es aber schaffen, dass man die Gewalt für seinen Vorteil nutzt und nicht als großen Stein vor sich hat. Die Gesellschaft ist immer im Wandel unterlegen und strukturiert sich grundsätzlich immer neu. Man darf auf keinen Fall denken, dass man so weitermachen kann wie bisher. Bei dieser Revolution ist ein großes Thema natürlich auch die Jobs. Viele wurden bereits durch Technologie ersetzt und viele werden vielleicht auch noch folgen und neue Jobs in anderen Bereichen werden aufgehen. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, wir müssen die Zusammenarbeit mit Daten noch lernen oder vor allem weiter lernen. Denn wer zum Beispiel gerade denkt, dass sein Job viel zu komplex ist oder man viel zu kreativ sein muss, dass man den Job ersetzen kann, dem sei Folgendes gesagt. Die künstliche Intelligenz Benjamin hat 2016 schon völlig selbstständig auf Basis von tausender Drehbücher von verschiedenen Science-Fiction-Filmen einen kompletten eigenen Kurzfilm geskriptet. Zugegeben, der Film ergibt überhaupt keinen Sinn, aber die Richtung, in die wir gehen, ist zu erkennen. Es wird sich vieles ändern. Wir erkennen also, Daten sind kein Firlefanz, Daten sind ein bedeutender Wegweiser für die Entwicklung der Menschheit im 21. Jahrhundert. Wichtig ist, den Balanceakt zwischen Daten und Bauchgefühl zu finden. Das Beispiel von der KI ja zeigt, darf man sich nicht nur auf Daten verlassen. Man soll natürlich auch seine Erfahrung oder seinem Bauchgefühl nicht außer Acht lassen. Aber man sollte lernen, eine gute Zusammenarbeit mit den Daten zu finden. Den Bogen zu Online-Marketing, da zeigt sich, dass sich die grundlegende Strategie geändert hat. Wenn wir uns früher eine Customer Journey angeschaut haben, die sehr kurz war, und uns heute eine Customer Journey anschauen, gibt es große Unterschiede. Denn durch die Menge an Daten, die man verarbeiten kann, erkennt man, dass eine Customer Journey viel komplexer ist. Dadurch entstehen so verkopfte Sachen wie eine Customer Purchase Journey, die zeigt, dass eine Journey eines Nutzers auch die eines anderen Nutzers stark beeinflusst und dadurch auch die Journey nicht klassisch wie vorgesehen Awareness, Consideration, Purchase heißt, sondern ein Nutzer vielleicht auch zwischen den Phasen hin und her springt. Nur wie misst man das? Wir müssen einfach jeden Tag auf einem neuen, immer höheren Niveau arbeiten, um den Erfolg vom Vortag bewahren zu können. Ja, Data-Driven Marketing. Dieser Wandel muss einfach wirklich verinnerlicht werden. Data-Driven Marketing bedeutet nicht, eine neue Software zu kaufen und dann einfach die Sektflasche aufzumachen, sondern es bedeutet wirklich Kulturwechsel in allen Phasen. Data-Driven Marketing ist ein Prozess. Ich habe für mich selbst herausgefunden, dass wenn ich 5 Schritte nutze, ich eine gute Methode gefunden habe, um Data-Driven Marketing weiter zu etablieren. Wir sammeln Daten, wir verstehen sie, wir entscheiden auf Basis dieser. Und im Idealfall können wir dann diesen Prozess automatisieren. Wir wissen selber, dass es einen großen Fachkräftemangel auf dem Markt gibt. Und im Idealfall gibt es auch einfach Themen, die man unabhängig von der Arbeitskraft automatisieren sollte, um schneller im Markt zu sein. Natürlich ist das Ganze im Detail etwas komplizierter und jeder Schritt birgt seine eigenen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Letztendlich geht es darum, Probleme zu lösen. Und im Vergleich zu manch anderen Problemen, die damit gelöst werden können, ist unser Marketing oder unser Online-Marketing vermutlich nur Peanuts. Ja, lieber Jonas, ganz herzlichen Dank für diesen, wie ich finde, spannenden und inspirierenden Vortrag zum Thema Data Analytics. Ich fand das klasse, dass du sowohl eine persönliche Perspektive eingebracht hast, als auch natürlich den aktuellen Stand im Bereich Data-Oriented Marketing bei Douglas.
Ganz liebe Grüße erst einmal hier aus dem Studio heute in Osnabrück zu dir nach Hause. Ich hoffe, du bist zu dieser frühen Stunde schon fit und bereit für die ein oder andere Frage, Jonas. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Du hast Der Kaffee ist schon getrunken, von daher bin ich fit. Das freut mich zu hören. Du hast es gerade einmal erwähnt. Da wurde ich ja ganz aufmerksam. Du beschäftigst dich gerade intensiv mit dem Thema Triathlon. Tust du das nur auf theoretischer Ebene oder hast du tatsächlich vor, dich auf einen Triathlon vorzubereiten? Ja, ich wollte auch dieses Jahr, ich weiß nicht, wie du persönlich fit in dem Bereich bist. Ich wollte eine olympische Disziplin machen. Es ist also wirklich nur irgendwie so 200 Meter oder 400 Meter schwimmen und dann 20 beziehungsweise 10 Kilometer Fahrrad fahren und dann nochmal laufen. Okay. Also eine ganz, ganz kleine, aber es ist spannend. Jawohl, ja, das ist in Corona-Zeiten natürlich auch schön, vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu haben dafür, das persönliche Training, sehr ambitioniertes Ziel. Kommen wir zum eigentlichen Themenkomplex einmal zu sprechen. Du hast es gerade so schön erwähnt, Daten sind kein Vielefanz. Dem würden wir natürlich zustimmen, Jonas. Du hast auch gesagt, ein Kulturwechsel ist notwendig im digitalen Marketing oder im Digital Sales Marketing, je nachdem, wie es man dann definiert. Vielleicht magst du einmal darüber berichten, welche Kompetenzen es denn auch zum Beispiel in einem Unternehmen wie Douglas überhaupt benötigt, um so einen komplexen Ansatz dann tatsächlich auch zum Reifegrad zu führen. Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist, Mitarbeiter zu finden, die analytisch denken. Also die sich jeden Tag selbst immer wieder versuchen zu optimieren. Das ist ja immer das tolle Beispiel, was ich jetzt auch mit dem Triathlon hatte, ohne es jetzt auszulutschen. Also immer zu schauen, wie ich vom Training zu Training besser werde. Und das ist eigentlich auch die Fähigkeit, die ich von Mitarbeitern bei mir im Bereich, aber auch im Unternehmen verlangen würde. Analytisches Denken und vor allem auch technisches Verständnis, weil alles wird heutzutage viel mehr durch Technik getrieben. Und wenn du uns das erzählen magst, mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen arbeitet ihr bei Douglas genau an diesem Thema Data Marketing, Data Analytics? Genau, also der Gesamtbereich mit unserem Director für Online-Marketing ist über 40 Mitarbeiter groß, beziehungsweise glaube ich sogar 45 Mitarbeiter. Ich selber mit meinem Teilbereich davon, wir sind 12 Mitarbeiter und ihr seid ja selber eine Agentur und wir arbeiten natürlich auch noch mit Agenturen, mit externen Dienstleistern, die uns dann challengen und für Teilbereiche auf jeden Fall hoffentlich auf ein neues Level stellen. Ja. Okay. Jetzt hat Douglas natürlich im Vergleich zu vielen anderen Marktteilnehmern einen großen Vorteil. Douglas kann über einen extrem hohen Datenpool verfügen aus dem stationären Handel, wie auch aus dem E-Commerce-Bereich logischerweise. Hat ja auch ein großartiges Loyalitätsprogramm und dort sicherlich eine Datengrundlage, mit der es unfassbar spannend ist zu arbeiten. Du weißt es aus deiner Praxis natürlich am allerbesten. Große Datenmengen helfen dir nicht wirklich weiter, wenn du nicht genau weißt, welche Themenkomplexe dir wirklich wichtig sind im Tagesgeschäft und was du aus deinen Daten lesen möchtest. Kannst du uns ein, zwei Key Performance Indicators, KPIs nennen, die euch besonders wichtig sind im Tagesgeschäft und auf die ihr tatsächlich täglich schaut? Oh, das ist spannend. Ich glaube, generell der Haupttreiber fürs Management ist natürlich der Umsatz und oder die KPIs Umsatz und dahinter. Wir arbeiten immer mit Treiberbäumen. Ich weiß nicht, inwieweit man das erklären soll. Hinter einem Umsatz sitzt natürlich ein Average Order Value, also ein durchschnittlicher Warenkorb, und dann einfach die allgemeinen Bestellungen auch dazu. Getrieben gehört natürlich auch die Visits, die dahinter liegen und zu den Visits die jeweilige Conversion Rate. Und wenn die natürlich dann bröckeln würden, würde man sich sowas wie die Marketing Channel anschauen. Also ich arbeite sehr gerne mit Treiberbäumen, um zu identifizieren, wenn die KPI, das vergisst man ja immer wieder, also wirklich diese Hauptkennzahl, um zu sagen, ist es gut oder schlecht, mit innerhalb von 2 Sekunden nicht funktioniert, dann gucken wir uns die jeweiligen Treiber dahinter an. Okay, ja, vielen Dank. Schahab, du hast auch noch ein, zwei Fragen. Schieß mal los. Gerne. Jonas, erstmal herzlichen Dank für deine Präsentation. Total spannend und klasse und auch herzlichen Dank für deine Transparenz. Jetzt hast du ja gerade auch schon so eine schöne Journey, eine Transformationsjourney aufgezeigt, wie eine Organisation wie Douglas unter anderem sich data-orientierter aufstellen kann. Jetzt weiß ich aus der Praxis, Transformation bedeutet Change, Change bedeutet Pain. Wie seid ihr als Organisation mit dem Thema umgegangen? Du lächelst gerade schon, du verstehst, glaube ich, worauf ich abspielen möchte. Ja,
Ich glaube, dass das Wandel ja immer von oben kommen muss. Und wir haben mit unserer E-Com-Chefin Vanessa Stützle jemanden, der schon auf meiner Erfahrung basierend sehr stark mit Daten arbeitet. Und das ist unglaublich, wie sie das auch einfordert. Und das freut mich auch sehr. Dadurch muss ich gestehen, dass ich ein leichtes Spiel habe im E-Com-Bereich. Aber du hast vollkommen recht. Es ist schwer bei anderen, die Erkenntnis zu erzeugen, dass man mit Daten weiter arbeiten soll. Und die Herausforderungen meistern wir auch täglich. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir die Leute, die wir bei uns in unserem Bereich haben, die Berater, sozusagen ausleihen an die jeweiligen Bereiche oder Teams und diejenigen sind, die so ein bisschen sticheln und einfordern, dass weiter datengetrieben gearbeitet werden soll. Und das funktioniert meiner Ansicht nach sehr gut. Okay, gut. Dann hast du unter anderem über das Thema CRM auch berichtet. Reichert ihr eure CRM-Informationen noch mit externen Datenquellen an? Ich weiß nicht, ob du da offen drüber sprechen kannst oder willst. Oder können wir uns das so vorstellen, dass ihr per se nur mit Datenpunkten arbeitet, die ihr selber dann auch generiert? Oder sagst du, naja, wir als Douglas müssen uns auch extern öffnen und wenn es interessante Datenpunkte gibt, die an anderen Stellen gesammelt wurden und die dann frei zur Verfügung gestellt werden, alles DSGVO-konform natürlich, dann nutzen wir diese selbstverständlich auch. Wir haben ja 44 Millionen Beautycard-Inhaber, also das ist ja schon eine Menge an Daten. Ich glaube, es ist manchmal unvorstellbar, was für einen Schatz man da liegen hat. Wir sind eher dazu übergegangen und haben ein Retail-Media-Geschäft aufgebaut und bieten sozusagen unsere Daten auch basierend mit Kooperationspartnern an, um gemeinsam eben effektivere Online-Werbung zu machen. Okay. Alles unter den Bedingungen natürlich DSGVO und einwilligungskonform. Ich glaube, das kann man nicht genug betonen in der aktuellen Zeit. Absolut wichtiger Hinweis. Jetzt gibt es ja häufig, mit Sicherheit auch bei euch im Unternehmen, du kannst das sekundieren oder negieren, die Diskussion, macht es denn Sinn, präventiv große Datenmengen zu sammeln und die zu archivieren mit Blick nach vorne, weil man da einfach hypothetisch davon ausgeht, dass man in der Zukunft von diesen Daten profitieren kann? Oder ist deine Einstellung eher, dann mit dem Datensammeln anzufangen, wenn auch wirklich eine Datenauswertungsstrategie vorhanden ist? Wie würdest du Unternehmen hier an die Hand nehmen, die dich mit dieser Frage konfrontieren? Ich glaube, da sind zwei Herzen oder schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Meine kleine Tochter hat so ein kleines Bällebad bei uns im Wohnzimmer stehen. Die freut sich immer unglaublich, da reinzuspringen. Ich glaube, so ist es auch mit unseren Analysten. Wenn wir denen sagen würden, lass uns noch mal ein bisschen mehr Daten sammeln, sind die Ersten, die mit dem Kopf über reinspringen. Ich glaube aber auch, man sollte nach dem Pareto-Prinzip vorgehen. Also man sollte wirklich nur die 80% der Daten nutzen. Das ist schon schwer, die anzuschließen. Ich glaube, ihr wisst es selber, technisch überhaupt die Möglichkeiten zu finden, die Datenmengen ordentlich zu verarbeiten, zu überlegen, macht es überhaupt Sinn. Die auch wieder, und das machen die meisten ja nicht, nur sammeln und dann sagen, es ist mein Spielzeug und keiner kriegt es, macht ja wirklich null Sinn. Also auch wirklich in die Datenaktivierung später reinzugehen. Und wenn ich die Daten nicht aktivieren kann, wie du gesagt hast, irgendwie mit CRM-Daten verschneiden, dann würde ich eher der Ansicht sein, nutze ich nicht. Okay, valide Antwort. Du hast in deiner Präsentation unter anderem auch über den deutschen Datenschutz beziehungsweise deutsche Mentalität mit Daten umzugehen referiert. Jetzt sehen wir, dass GDPR gewissermaßen ja goes global. Ja? Das heißt, immer mehr Länder schließen sich mehr oder weniger dieser Datenschutzrichtlinie, die wir hier in Europa auch gemeinsam geschmiedet haben, an. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, siehst du dahingehend für europäische Unternehmen eine Gefahr, im Datenthema abgehängt zu werden gegenüber den US-Amerikanern? Und die zweite Frage, die sich hier anschließt, ist, auch da schlagen mit Sicherheit zwei Herzen in deiner Brust. Wie gehst du grundsätzlich mit dem Thema GDPR um? Jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich eine gesetzliche Grundlage ist, die ihr einhaltet, die alle anderen auch einhalten. Aber was ist deine Wunschvorstellung in Richtung Datenmanagement im europäischen Großraum? Ja, ich würde die Hypothese aufstellen zur ersten Frage, dass es unser Vorteil sein kann. Warum? Die US-Amerikaner wissen nicht mit so rechtlichen
Einschränkungen umzugehen. Die sind davon ausgegangen, immer alle Daten zu nutzen, in welcher Form auch immer. Jetzt sehen wir ja, dass die Gesetze auch nach in die USA, nach Kalifornien und sowas einbrechen. Dadurch glaube ich schon, dass wir schaffen könnten, nicht abgehangen zu werden, auf jeden Fall mitzulaufen, also die gleiche Geschwindigkeit mitzulaufen. Das ist spannend. Die zweite Frage, ich glaube schon, dass es eine große Herausforderung für die Unternehmen ist, das ordentlich umzusetzen. Weil wenn man sich den Gesetzestext mal irgendwie auf einen Satz runterbrecht, es geht ja darum, eine Einwilligung zu bekommen, die man früher schriftlich hatte und die auch transparent gestaltet wird. Und ich finde, das muss man erstmal gut dem Kunden kommunizieren. Und ich glaube, wir als Marke haben da eine sehr, sehr große Verantwortung, das gut zu machen. Haben es aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen leichter, weil wir anders und transparenter mit unseren Kunden umgehen können. Kleine Marken haben es eher höchstwahrscheinlich schwerer. Weil wenn die nicht bekannt sind, ihr kennt ja selber höchstwahrscheinlich so den Trust-Faktor, dann würde ich da jetzt nicht zwangsweise einkaufen wollen oder die Daten verarbeiten lassen. Jetzt hast du das Thema Verantwortung und Vertrauen schon angesprochen. Vertrauen auch im Rahmen deiner Präsentation mit der Hypothese, dass du das Gefühl hast, dass die Deutschen, oder was heißt, du hast das Gefühl, du hast dich auch statistisch nachvollziehbar aufzeigen können, dass in Deutschland gegenüber dem Thema Daten eine gewisse Ungewissheit existent ist. Wie wahrscheinlich hältst du einen Cambridge Analytica-Fall 2.0? Leider schon wahrscheinlich. Ich glaube, dass es immer noch Unternehmen geben wird, die die Daten leider mehr oder weniger damit Schmu gemacht haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so Unternehmen in Deutschland gibt. Ich glaube, die Bundesregierung ist noch gar nicht so weit, technisch überhaupt zu verstehen, wer in welcher Form Daten verarbeitet. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. Cambridge Analytica gibt es bestimmt auch noch mal 2.0 in der USA und die haben sich einfach nur rebrandet. Okay. Gut, Jonas, dann versuchen wir vielleicht bei meiner letzten Frage so ein bisschen dieses Abstraktionslevel noch mal zu verlassen. Ja. Natürlich nur, wenn du die Frage beantworten magst. Welchen Technologie-Stack setzt ihr denn ein? Oder anders ausgedrückt, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin und gerade mich mit dem Thema Datenmanagement anfangen möchte zu beschäftigen, was ist deine konkrete Empfehlung? Du hast eben ja auch so schön gesagt, Technologie löst euer Problem erstmal per se nicht. Dennoch brauche ich Technologie, um überhaupt erstmal in Richtung der Auswertung, Visualisierung etc. gehen zu können. Hast du hier ganz, ganz konkrete Namen, die du nennen kannst? Beziehst du es jetzt auf eine spezielle Technologie oder also irgendwie ein Gewerk oder allgemein? Ich würde eher die Frage im Allgemeinen sehen. Natürlich sind wir eine Marketingkonferenz. Demnach würde ich mich natürlich auch das Thema Marketing, Softwaretechnologie interessieren. Ja, also ist ja kein, ich kann dazu sagen, was wir auf unserer Seite einsetzen, ist ja kein Geheimnis und kann jeder selber nachschauen. Wir haben einen Data Layer, der die Daten standardisiert und normalisiert und haben darauf ein Tech Manager Tool, das ist Tealium. Mit dem haben wir die Möglichkeit eben zu sagen, an welche Kanäle wird denn der Tech weitergespielt. Darunter liegt unser Content-Management-Tool. Wir haben gerade ein Content-Management-Tool von einem Anbieter geholt und sind gerade dabei, Adobe Analytics mit der jeweiligen Marketing-Suite einzusetzen, weil wir zum Beispiel unsere Data-Management-Plattform oder unser Personalisierungsthema läuft über Adobe. Okay, cool. Ja, herzlichen Dank, Jonas, für die transparente Beantwortung. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen unserer Zuschauer auch schon unheimlich weiter. Und jetzt bekomme ich das Signal, dass der Mario auch noch ein paar Fragen aus dem Chat hat. Und demnach wechseln wir jetzt wieder zu dem Mario rüber. So ist es. Ja, lieber Jonas, es haben aus der Audience uns noch zwei Fragen erreicht und ich steige einmal direkt ein. Melinda fragte uns und da nach einem konkreten Praxisbeispiel, wenn du uns eins geben kannst, in welcher Form ihr die Daten, die ihr im stationären Handel sammelt, denn für die Optimierung eurer Journey im Online-Bereich entsprechend verwendet und vice versa. Wie läuft da der Datenaustausch und was könnt ihr da für Schlüsse draus ziehen? Wir personalisieren auf unserer Webseite auf Basis der CRM-Daten, weil für uns ist ja ein Kunde ganzheitlich. Also für uns gibt es nicht den Offline-Kunden oder den Online-Kunden, sondern der Online,
Also der Kunde, der vielleicht auch mal offline einkauft, jetzt in der Corona-Zeit etwas schwieriger gewesen, der kauft dann online ein und dann haben wir natürlich ganz im Hintergrund die jeweiligen Daten und haben damit die Möglichkeit, auch die Customer Journey zu optimieren. Und immer natürlich im Interesse des Nutzers. Jawohl. Und dann Zeit für eine Frage haben wir noch. Dann sind wir tatsächlich durch. Okay. Mit deinem Part. Jakob Stredo möchte wissen, was sollen wir mit Daten machen, wenn wir sie nach den Verordnungen nicht verarbeiten dürfen? Das hast du ja in deinen Ausführungen schon teilweise beantwortet. Eigentlich ist doch das Thema smartes Consent Management und Vertrauensfaktor der Marke der entscheidende Punkt, um eben entsprechend auch Daten verarbeiten zu dürfen. Hast du für die Marken, die vielleicht nicht so einen hohen Trust-Faktor haben wie Douglas, ein, zwei Tipps, wie man besonders smartes Consent-Management betreiben kann? Ja, ich glaube, wir sollten auf gar keinen Fall versuchen zu optimieren, dass wir 100% der Einwilligung erhalten, sondern es geht darum, transparent dem Kunden was darzustellen. Das haben andere Marken auch sehr gut gemacht. Also mein Tipp ist, guckt euch andere große Marken an, schaut, wie die es gelöst haben und denkt an euch selber einfach, wenn man auf eine Webseite geht und sagt, okay, man ist jetzt bereit, später retargetet zu werden. Jetzt habe ich es. Dann muss man einfach schauen, wie sieht eine gute Einwilligung aus? Also gibt es da einen Button? Wie könnten die Details aussehen? Aber meine Erfahrung ist auch, die Anbieter selbst, wenn es nicht ein ganz kleiner ist, der keinen Support anbietet, haben auch immer gute Lösungen und unterstützen einen. Gut, also einfach links und rechts ein bisschen umschauen und Best-Practice-Beispiele adaptieren. Yep. Okay, ja, dann ganz herzlichen Dank in deine Richtung, Jonas. Vielen Dank, dass du uns heute zur Verfügung standest und unsere Fragen beantwortet hast. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und hoffe, dass du dir den einen oder anderen Vortrag heute im Laufe des Tages auch noch anschaust. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Danke. Ciao. Ciao.